ICET Einführung. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb eines DB-BR-411-ICET-Elektrotriebzugs geführt. ICE steht für Intercity Express. Das Jawohl. T in ICET steht für Triebwagen. Ach, das wusste ich nicht. Stellen Sie den Richtungsschalter auf Vorwärts. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor. Ja, so, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Tutorial, wie man den ICET mit Neigetechnik fährt. Das Ganze hier auf dem Trainingscenter im Transim World 5. Der kleine Hinweis: heute Abend ist auch noch ein Livestream meinerseits um ja, irgendwas zwischen 18 und 20 Uhr. Haltet die Augen offen nach entsprechenden Ankündigungen. Ich würde sagen, wir machen mal, was die gute Dame von uns wollte. Und das, was wir zuerst machen, das hier ist der Fahrtrichtungswender. Der Fahrtrichtungswender tut genau das, was ihr glaubt, was er tut. Er stellt nämlich ein, in welche Richtung wir fahren. Da können wir dann entweder hier den auf Ausstellen, wir können ihn auf R stellen, das wäre dann rückwärts, oder nach vorne, das wäre dann vorwärts. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Genau, die Zugspitzensignale sind in diesem Fall tatsächlich jetzt schon an. Das sind drei weiße Lichter vorne. Und genau, der TSW will, dass wir die jetzt auf Normal stellen. Der ICET ist mit GNT ausgestattet, um eine sanftere Fahrt und höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Aktivieren Sie die GNT jetzt. Genau, die GNT ist die Technik, die dem Zug erlaubt, sich in Kurven zu neigen. Dafür gehen wir einmal hier hinten zu diesem Schaltschrank. Warum die Tür schon auf ist, weiß ich nicht, aber eigentlich muss man sie aufmachen und stellt dann hier den GNT-Isolationsschalter auf Normal. Danach hier drunter, das ist der Neigetechnik-Schalter, den dann auf Ein. Die GNT ermöglicht es den Zügen, sich zu neigen, sodass sie bis zu 30% schneller fahren können als die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Genau. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Das machen wir auch mit der Taste U. Was wir dann auch machen können, wäre an dieser Der Stelle, ICET ja, ist der wir hören das einzige erstmal zu. deutsche Hochgeschwindigkeitszug, der mit Neigetechnik ausgestattet ist. Das bedeutet, dass er sich ähnlich wie ein Motorrad in Kurven neigt, sodass der Fahrgastkomfort nicht so stark durch die Beschleunigungskraft beeinträchtigt wird. Ja gut, der Vergleich mit dem Motorrad Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. ist natürlich nochmal ein anderer, aber genau, ne, also Neigetechnikzug. An dieser Stelle lassen wir PZB und LZB aus, einfach weil hier auf dem Testgelände keine entsprechende Signalisierungstechnik verbaut ist. Ja, bevor wir die Türen schließen, stehen wir einfach mal auf und gucken uns unser Fahrzeug mal an. Von innen und von außen. Ne, also wirklich ein wundervolles 3D-Modell. Huch, entschuldigt, mein Handy hat ein bisschen gebimmelt. Also wirklich toll gemachtes 3D-Modell, sehr, sehr, sehr gut getroffen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Frontpartie zu modellieren extremst schwer gewesen sein muss. Aber meines Erachtens sehr, sehr gut hinbekommen. Genau, und dann haben wir hier den Erste-Klasse-Wagen zu erkennen an diesem gelben Streifen hier vorne, Ruheabteil. Wir gehen einfach mal rein und sehen hier, wir können uns natürlich auch in die erste Klasse ins Abteil hinsetzen. Ja, sie ist auch ganz schön, gemütliche Sitze. Das ist auch ganz cool, dass hier im Grunde genommen so Abteile, quasi Abteile eingebaut sind im Großraumbereich. Also nochmal so abgetrennte Bereiche, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Dann haben wir hier die typische Anzeige für den ICET. So schön oldschool, finde ich. Genau, hier ist dann so ein Ablagebereich für Gepäck unter anderem. Und ja, hier ist noch die Toilette, die ist besetzt, verstopft, so. Auch hier schön dieses Reflektierende, ne? Das passt auch sehr, sehr gut. Das kennt man wirklich aus dem ICET. Und das hier ist dann die zweite Klasse. Auch da können wir uns natürlich hinsetzen. Können einmal durchmarschieren. Hier haben wir dann die entsprechenden Informationsdisplays, die auch passend sind. Hier auch die Baureihenbezeichnung 411. Das passt soweit sehr, sehr
gut und sieht sehr stimmig aus. Wir gehen auch mal ins Bordbistro. Auch das hier typisches ICE-Bordbistro mit den roten Ledersitzen. Sieht auch sehr hübsch aus. Bordbistro an sich ist leider zu. Auch das kennen wir schon. Und was ist das genau? Achso, das, ja, das Familienabteil. Ach schön, mit so einer Sitzbank. Oh, das ist ja auch cool. Und hier nochmal mit Sitzen, ich glaube, für Leute, die ein bisschen eingeschränkt sind, was das Gehen angeht. Genau, hier kann man auch so ein Feedback geben. Diese Sticker, die kennt man auch noch. Ja, sehr, sehr cool. Und was haben wir sonst noch für Wagentypen? Ja, noch ein zweite Klasse Großraumwagen. Mit WLAN ausgestattet. Hier noch drei Fahrradabteile. Sehen wir auch schön hier mit sogar mit den, entsprechenden Beschriftungen. 102, 101, 102, 103. Sehr gut gemacht. Das müssten, glaube ich, diese Zeitungsablagen sein, ne? Diese Dinger hier. So. Hier noch eine Gepäckablage. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Auch hier auch schön. Mit dem Sticker, dass das Bordrestaurant in diese Richtung ist. Daran wurde also auch gedacht. So. Standesgemäß laufen wir einmal komplett durch den Zug durch natürlich. Und sind dann hinten am anderen Führerstand angekommen. Dementsprechend laufen wir jetzt einmal wieder schnell zurück. Und können dann gleich abfahren. Ach, ICT ist schon ein tolles Fahrzeug, oder? Ne? Also das T steht für toll. Einmal hier wieder rein. Und wir schließen die Türen. Die BR-411 wurde in zwei Produktionsläufen gebaut. Eine im Jahr 2000 und eine im Jahr 2004. Sie sind ganz in Deutschland und auch in Wien, Österreich im Einsatz. Sie sind ganz in Deutschland, ich glaube in ganz Deutschland eher, ne? Bewegen Sie den Fahrschalter in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Genau, also Bremsen sind gelöst und wir schalten Leistung auf. So, auf geht's. Sound hören wir uns mal von draußen an. Den Anfahrsound. Ja, wobei, machen wir mal ordentlich mal Leistung rein. Also gerade hier kann man den Sound besonders gut eben hören, weil hier die Fahrmotoren auch sind. Hier sieht man übrigens schön die Suspension, die jetzt eingebaut ist. Schön. Ist er der langsamste aller derzeit verkehrenden ICE-Züge. Das ist jedoch selten ein Problem, da er hauptsächlich auf Strecken mit vielen Kurven und niedrigeren Geschwindigkeiten eingesetzt wird. Naja, deshalb auch unter anderem in Österreich. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Fahrschalter in die... Auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bringen. Ja, ist ja schon klar.
wir können jetzt erstmal hier eine Runde drehen und mal ordentlich auf Geschwindigkeit kommen, bevor wir da jetzt anhalten. Und können ein bisschen über den ICET noch reden. Also neuestes Fahrzeug von DTG im deutschen Raum. Kommt mit der Strecke Frankfurt-Fulda mit dazu, wird dann mitgeliefert. Zusammen mit der Baureihe 423, der Baureihe 146 mit den Dostos. Und der Baureihe 193 Vectron im verkehrsroten Farbkleid von der Deutschen Bahn, von DB Cargo. Wir sehen übrigens gerade sehr schön die Neigetechnik, wie sie hier eben arbeitet. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Ja, ja, ja. Genau, ne? Also wir sehen das jetzt gleich hier, wenn die Kurve... Wenn es wieder etwas gerader wird, der Streckenverlauf. Da kann man sehr, sehr gut hier an dieser Stelle gerade sehen, wie praktisch unabhängig davon, was gerade auf den Gleisen passiert, sich der, oder beziehungsweise nicht unabhängig davon, aber halt eben in Verbindung mit der aktuellen Kurvenlage im Gleis, sich auch entsprechend der Zug dann mechanisch in die Richtung neigt. Hier sehen wir das jetzt auch nochmal. Also da sind richtig Motoren darunter eingebaut, die ihn dazu führen, dass der Zug sich in die Kurve neigt. Also das ist schon der Wahnsinn, ne? Also Neigetechnik ist schon irgendwie eine super verrückte Erfindung. Eigentlich gar nicht mal so dermaßen untrivial. Also eigentlich vergleichsweise trivial, aber dennoch einfach cool, dass auch wirklich dran gedacht wurde und dann die Technik einfach vorhanden ist, dass hier solche Motoren sind, die eben dazu führen, dass der Zug sich neigt. Also sehr, sehr schön. So, haben jetzt beinahe 200 km/h erreicht. Dann können wir auch gleich runterbremsen. Wenn ihr die Neigetechnik in Action dann habt auf Frankfurt-Fulda, dann müsst ihr zweimal ins OD klicken und dann steht hier GNT bereit. Und dann könnt ihr die entsprechenden Geschwindigkeiten hier auch sehen. Also siehe das Video heute von Frankfurt-Fulda, wo wir da auch mit GNT gefahren sind. Und dort dann entsprechend die Geschwindigkeiten angezeigt werden. So ein bisschen wie in der LZB, da einfach angezeigt wird, was darf man aktuell fahren und was darf als nächstes gefahren werden. Und man fühlt sich mit der Neigetechnik immer so ein bisschen so, als würde man fliegen, oder? Auch hier sehr schön dieser Tunnelabschnitt, der gefällt mir immer besonders. Hier auf der Teststrecke. Moment, einmal die Sicht, das Sichtfeld ein bisschen runter. Schön, wie dieser Tunnel ausgeleuchtet ist. Das gefällt mir jedes Mal. So. So, wie lange haben wir noch? Noch 800 Meter. Mal schauen, ob wir das noch schaffen, indem wir jetzt einfach mal den Anker werfen. Wir haben 7 Bremsstufen. Und danach kommt die Schnellbremsung. So, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft, mit ungefähr 60 am Bahnsteigsanfang. Fahren natürlich bis zum Bahnsteigsende durch. Genau, dass der ganze Zug auch am Bahnsteig ist. Und wir halten ganz gemächlich an.
So. Türen. Gute Arbeit. Öffnen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Das war's dann auch schon mit dem kleinen Tutorial heute vom ICET, wie man den fährt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.